So, Leute, hier ist wieder Dance Van Zacht mit Dänemar und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde in diesem Video Roblox der Crazy Elevator zocken. Ich denke, ihr kennt diesen Server auch schon mal von mir, da ich ihn ja schon auch das öftere Mal gemacht habe. Aber bevor wir anfangen, erstmal das Intro. So, wir befinden uns hier gerade in der Lobby und ja, gehen jetzt mal in den Fahrstuhl rein. Der verrückteste Aufzug der Welt. Hey, what time is it? Muffins! Es regnet Muffins. Der ist ein Muffin. Es geht mit dem da oben ab. Hand. Der Muffin-Typ. Er hat den Muffin-Typ erwischt. Zu geil. Jetzt sah er gerade echt seltsam aus. Ja. Alter, was geht bei dem Typen falsch? Und runtergefallen. Kann man da hochklettern? Nö. Das ist so ein, also ein Farmfeld und zwar, meine eigene Server mache ich tatsächlich nicht so als Video. Habe ich anfangs ja gemacht, aber dann irgendwann, nee. Nur so als paar Präsentiervideos aufgrund, weil auf meinem Server nicht gerade unbedingt der viel ist. Ach komm, ich schreibe dir mal in den Chat. Einfach so. Okay. Das war grad seltsam. Der da hat kein Skin. What?
Was war denn das gerade für ein Mist? Ernsthaft? Jetzt. Der Junge, der wollte mir aber erstmal nicht reinlassen. Rohre. Ich habe diesen, glaube ich, schon tausendmal gezockt, bis jetzt kommt hier das Wasser hoch. Ich kenne eigentlich fast schon, glaube ich, jedes Level dort. Ja. Warum? Ich habe das jetzt auch schon eigentlich öfters mal in Videos aufgenommen. Grund dafür ist halt, weil ich auch heute, ich habe nichts anderes so gefunden. Ja, und wenn ich nichts finden kann, nehme ich einfach das da auf. Kann man immer mal wieder mal machen. Das Problem ist halt, klar, ich möchte nichts unbedingt aufnehmen, das mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und das ist also die meisten Server interessieren mich eigentlich gar nicht. Das sind halt ja irgendwelche, ich sag mal ganz offen, irgendwelche Kleinkindermüll. Das Einzige, was ich so mache, sind halt ganz wenige Simulatoren oder Tycoons. Oder eben das da. Weil man das auch. Vor allem diese Elevator-Dinger, die kann man immer mal wieder machen. Schreiben sie alle Hi in den Chat. Ich schreibe es denen mal Angat. Der Angat. Oh, weg. Es ist für mich ein Vorteil, dass ich ja auch alles kenne. Warum? So weiß ich auch zum Beispiel, wie ich dort bei bestimmten Situationen handeln muss. Ja, klar, zum Beispiel in diesem Level, wenn ich die drei Dinger sehe, direkt aus dem Weg, weil die zielen immer hier in die Mitte. Die ziehen dann alle hier in die Mitte. Und jeder, der dann dort steht, ist weg. Und muss respawnen. Und ich schreibe es ganz groß hin, ein. Oh. Roblox hat es natürlich mal wieder zensiert. Roblox ist in meinen Augen einfach eine chinesische Plattform. Es ist mir scheißegal, dass es aus den USA kommt, weil eigentlich steht, auf Wikipedia steht dran, dass es kommt aus den USA. Ich sage, das kommt aus China. Und warum? Weil es so stark zensiert. Weil wirklich fast alles wird eigentlich zensiert. Alles, fast jedes, also ist wirklich so, jedes zweite Wort wird irgendwie zensiert. Gladiatorinnen, nicht Gladiator, Kampf. Wer kämpft? Wer kämpft? Wer kämpft? Okay. Die kämpfen. Ein Quetilab 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7 gegen ein Fu 8, 9, 9, 7. Und schon tot. Der eine, ich glaube, der eine ist AFK. Okay. Ich schreibe mal auf Deutsch hin. Servus. Einfach auf Deutsch. Ich hasse Deutsch. Okay. Guck, der da wurde auch wieder zensiert. Der da. Hashtag, 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 Hashtag.
wieder aus dem Weg. Ich weiß, was jetzt kommt. Da kommen jetzt dann die Polizeileute. Ich wusste es. Und auch jeder, der hier einfach in der Mitte stand, ist weg. Ich hab's einfach drauf, dass ich es halt weiß. Klar, dadurch ist die Lage anders da, aber was ich auch natürlich sagen kann, ich kann natürlich auch mal irgendwann mal einen anderen Elevator zocken, den ich noch nicht kenne. Natürlich sind dann dadurch auch die Dinge anders da. Klar, weil das ist dann auch ein bisschen natürlich vorhersehbar, sagen wir es mal so. Ja. Aber wisst ihr, wozu dieser Server ja auch gut ist? Ente. Nein, also dieser Server ist ja auch gut, zum Beispiel, um auch Freunde zu machen. Warum? Also wenn ihr zum Beispiel neu auf Roblox seid und gar keine Freunde habt, dann geht auf diesen Server und ihr werdet Freunde haben. Ja, das ist halt wirklich immer so. Ich muss halt sagen, ich habe halt dort eigentlich nur Freunde, damit ich diese auf meine Server dann später mal einladen kann, damit meine Server dann ein bisschen mehr Dings bekommen. Ja. Aber ja. Okay, mit manchen bin ich auch auf Roblox befreundet, damit die mir auch beim Bauen zum Beispiel helfen. Aber das sind nicht unbedingt viele. Also das ist wirklich immer so, ich suche immer noch ein Bauteam, Leute. Oh ja. Hühner! Alles voller Hühner! Hühnerparty! Was für eine Hühnerparty! Ich glaube, so nenne ich das Video. Hühnerparty. Hallo, Macho. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt. Katzen. Es sind Katzen. Einfach Katzen. Dinge, die ich nicht verstehen kann übrigens, alle sagen, Katzen machen Miau. Aber das stimmt nicht, weil Katzen machen Miau. Ja, was ist das so? Weil jeder sagt, eine Katze macht Miau. Aber ganz im Ernst, ich habe noch nie eine Katze gesehen, die macht Miau. Sondern Katzen machen Bowling. Okay, Bowling. Ich bin ja gerade irgendwie ein bisschen müde. Ich hab nur 6 Stunden geschlafen. Ja, aber Schlafrhythmus auch wieder komplett kaputt. Ich bin erst um 6 Uhr morgens eingepennt und bin um 12 Uhr aufgewacht, also 6 Stunden geschlafen. Ja, ich war mein Schlafrhythmus mittlerweile echt aber nicht mehr halten. Ja. Und das wird auch nicht mehr. Also das mit dem Schlafrhythmus, das wird auch nicht mehr. Nee, weil das Ding ist, ich habe halt generell tatsächlich seit Beginn von Corona, also von der Corona-Pandemie, sagen wir es mal so, echt die übelst Schlafprobleme.
Und das wird auch nicht mehr. Nee. Weil, solange halt eben Corona-Pandemie und auch vor allem die Corona-Maßnahmen sind, werde ich auf jeden Fall diese Schlafprobleme eben haben. Da ja aber die Maßnahmen niemals enden werden, die werden niemals enden, nur mal so, werde ich auch wahrscheinlich für immer und ewig Schlafprobleme haben. Und auch wahrscheinlich mentale Probleme. Super gemacht, Leben zerstört. Naja, egal. Mal sehen, was das nächste Level mir bringt. Es ist Shrek. Es ist Shrek. Es ist Shrek. Nein, es ist der Oger aus Altschauerberg. Metal-Leute. Der Drachenlord. Es ist der Drachenlord. Es ist Eisa-Drachenlord. Da macht doch dieses. Es ist der Drache. Leute. Was geht ab, Drachenlord? Kann man jetzt sagen, das ist Drachenlord, nicht Shrek. Das ist nicht Shrek, das ist Drachenlord. Snoop Dogg. Das ist Snoop Dogg. Krass, Mann. Ja, ich mache jetzt noch einen einzigen Aufzug. Einen einzigen Aufzug an. So, da lang. Du musst aber stehen bleiben. Ameise. Das ist die Ameise. Aber die tut einem nichts. Nee, da kannst du auch auf der Truff stehen und so. Naja. Also. Das war's dann wieder mit dem Video. Bis nächste Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Dänemark.